hier ist Ronja und die Izzy und ich machen Was heute denn? Einen Ausflug mit dem Flugzeug. Bist du bereit? Möchtest du verreisen? Yes. Okay, ich weiß zwar noch nicht, wohin wir reisen, aber wir wahrscheinlich in ein wunderschönes Land. Ja, hier rein. Vielleicht habe ich das schon mal gespielt. Vielleicht hast du das schon mal gespielt. Vielleicht fällt mir das gerade ein, aber ich werde nicht spoilern. Es ist richtig nice. Ronja, schnell! Hierher! Okay, wir sind auf einer Mission. Pass auf! Okay. Das ist unser General Poncho. Poncho und ich sind hier gerade auf einer Mission, einen bösen Ronald zu fangen. Der hat nämlich ein Flugzeug gekidnappt und den müssen wir aufhalten. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit, Oh mein Gott, fallen wir jetzt runter? Wir fahren runter. Oh mein Gott. Zu unserem Hangar sozusagen. Da ist okay. Ein Flugzeug drin und in das müssen wir einsteigen. Und unser Plan ist es. Ah, du wirst schon sehen. Ich habe das schon mal gespielt. Ich weiß Oh mein Gott, okay. Yeah! Wir müssen hier gleich raus und du kannst dir was anziehen. Guck mal da vorne. Oh, okay. Du kannst dir aussuchen, was du anziehen willst. Warte, ich würde gerne das Pinke anziehen. Du willst das Pinke anziehen, dann will ich das. Oh, jetzt sieht mich keiner mehr, jetzt bin ich im Camo. Haha. Pass auf. Wir müssen jetzt das Flugzeug auftanken. Das sagt er gerade. Okay. In einem sehr, sehr langen Erklärungsdings. Okay. Wir haben 15 Sekunden Zeit. Nee, 15 Sekunden, dann können wir rennen und das Flugzeug tanken. Ach, dann fängt es an. Okay. Denk und dann müssen wir uns richtig beeilen. Wir müssen nämlich alle, siehst du das an der Seite? Ich nehme die linken und du die rechten. Müssen wir in die richtigen Löcher stecken, okay? Farben. Das du musst nach rechts Farben, laufen, rechts. Hinten durch. Ah, okay, hinten durch. Ja, hinten durch. Okay. Und da kannst du auftanken. Bereit. Okay. Okay, let's go. Den, wir haben nicht viel Zeit. Okay. Aber warte, nee, erstmal System checken, wa? System checken? Ah, okay. Also, ja, ich weiß schon, was passiert. Jetzt gleich müssen wir auftanken. Poncho, Mann. Mensch, haben wir wieder nicht aufgetankt, unser Flugzeug. Wir sind viel bessere Spezialmissionsleute als Captain Poncho hier. Der scheint es das erste Mal zu machen erst. Der ist vielleicht noch neu. Der hält sich noch ans Protokoll. Ist okay, wir machen jetzt Schritt 1, dann direkt Schritt 2. Und jetzt weiß er, es ist nicht genug Fuel drin. Sag ich doch! Oh nein, wir haben nicht genug Benzin. Easy, das ist eine Überraschung, oder? Ich hätte nicht damit gerechnet. Verrückt, oder? Es ist komplett jedes Mal eine Überraschung, wenn man das spielt. Aber was machen wir denn da? Füllen wir den Tank vielleicht wieder auf? Mit diesem roten Blubbi? Möglich. Das ist nur so eine Idee, aber... Ja, normalerweise sind es bestimmt auch einfach mehr Leute, die das machen. Aber dadurch, dass Easy und ich jetzt ja hier auf einer Solo-Mission sind... Müssen wir uns hier beeilen? Ich gehe zuerst zum Gelben da hinten. Ja. Okay. Ich gehe erst zum Roten und dann zum Grünen. Ich hoffe, jetzt passiert nichts Schlimmes, wenn ich runterfalle. Weil ich bin kein Jump'n'Runner. Am besten, du fällst nicht runter. Ich habe nicht vor zu fallen, aber es könnte immer passieren. Das wissen wir halt nicht. So. Seine Überraschung. Überraschung! Mir hat's gefallen. Spiel vorbei. Nein, schade. So. Okay, ich habe hier das Gelbe direkt schon reingeknobbelt gleich. Warte. Sehr gut. Zack. Okay, blau. Warte, blau ist versteckt hinter einer Wand. Wie komme ich denn da ran? Ah, hier. Okay. Hinter der Wand? Alles gut. Ich habe. Ah, die Wand verschwindet nämlich manchmal. Da muss ich kurz warten, bis die Wand wieder weg ist. Die Wand will nicht weg. Da. Vielleicht können wir ich kann auch einfach über das blaue Ding hier hüpfen. Ja, das alternativ. Auch tun. Aber guck, jetzt ist die Wand, weil jetzt die Wand weggegangen ist. Hä, die ist doch gar nicht weg. Doch, die war eben kurz weg. Jetzt hol's dir. Ja, hab ich ja schon. Los, Ronja, beeilung. Ich renne. Aber jetzt ist die Wand wieder weg. Nein, das ist ein Bug, die sieht nur aus, als wäre sie weg. Achso, ja, dann habe ich umsonst für nichts gewartet. Muss ich 30 Robux ausgeben, damit ich wieder lebe. Oh, das tut mir leid. Ich bin da. Okay. Exzellent. Die Nozzles, was auch immer Nozzles für ein Wort ist. Ich noch nie benutzt im Englischen. Was ist denn das eigentlich für ein schlecht konstruiertes Flugzeug, was einfach 4 Tanköffnungen hat? Also, das generelle Flugzeug hat auch nur einen, oder? Das ist einfach, wir haben hier minderwertige Technik, die wir nutzen. Und da sollen wir Ronald aufhalten mit. Ich denke nicht, General Poncho. Ich denke nicht. Aber dafür haben wir schöne Outfits an, Ronja. Ja, okay, das ist... Okay, nehmen wir. Ja, wir können uns gut anziehen hier. Okay. Oh, da sitzen schon Piloten drin. Die chillen da einfach. Die sind halt nicht fürs Auftanken zuständig. Das machen sie nicht. Pilot Clark. Das System ist bereit, General. Okay. Bitte startet den Motor, Pilot. Dem Pilot muss man auch einfach alles sagen. Der macht gar nichts. Der tankt nicht auf, der startet den Motor nicht, der sitzt da und freut sich. Jetzt müssen wir rein, oder? Ja. Wir können doch nicht ohne uns losfahren. Fliegen. Also hier ist ja auch immer noch ein Dach über dem Ding, oder? Tür wird geöffnet. Yes, und jetzt geht's los. Holy moly, ist das riesig. Jetzt geht's los. Let's go. Komm, okidoki. Ich renne. Ja, rein und finde einen Sitzplatz. Ja, mal bevor die ganzen Sitzplätze weg sind. Oh nein. Das kann schnell passieren.
Ich will hier sitzen. Gehen Sie weg. Das ist mein Platz. Der ist reserviert, General Poncho. So geht es nicht. General Poncho. Oh, das ist auch ein guter Platz, Ronja. Ja, danke. Habe ich mir ausgesucht. Oh, nee, ich gehe jetzt mal nach links. Ich kann mich nicht doch, ich kann mich hinsetzen. Das wäre jetzt blöd Kugel. Gewesen. Aufwachen aller Zeit. Oh Gott. Ja, ich. Warte, wieso sind jetzt auf einmal so viele Leute da? Die hätten vorhin ja mal beim Auftanken helfen können. Das ist ja. Also, ne? Frech. Hä, was machen die hier? Hier sind Soldaten, die sind irgendwann mit reingekommen, wahrscheinlich, ne? Was? Aber wie? Was? Wir werden von einem Blitz getroffen? Das ist schön. Guck mal, der Motor. Der Motor geht kaputt. Ja, ganz oder toll. Das Rad. Was ist das? Der Propeller. Ja, genau. Der dampft. Das ist nicht gut. Heißt das, wir sterben? Ich denke, wir werden sterben. Sorry, falls ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Das ist deine Banane. Ich habe meine gefuttert. Lecker. Ich auch. Ja, cool. Okay. Wie ja, cool. Es gewittert. Wir werden alle sterben. Wo? Ach komm, Ronja, jetzt sei mal nicht so dramatisch. Okay. Wir müssen jetzt raus. Auf das Flugzeug. Im Fliegen. Im Himmel. Das klingt gefährlich. Während es gewittert. Und hier ist der kaputte Propeller. Und der repariert jetzt den Propeller, oder wie jetzt? Wir dürfen jetzt aber nicht sterben, Ronja, weil sonst sind wir raus. Okay. Das heißt, wir versuchen die Blitze zu umgehen, von denen wir unweigerlich getroffen werden. Ich weiß, wo du sicher bist. Okay. Hier vorne. Hier trifft dich kein Blitz. Ja, hier musst du stehen, auf dieser Seite, okay? Okay, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Am besten nicht da, weil da kommt einer, aber hier nicht. Okay, hier nicht. Ja, wenn da jetzt ein Blitz kommt, Lisi. Wenn da jetzt ein Blitz kommt, dann haben wir hier, ne? Ein persönliches Problem miteinander. Oh nein. Guck mal, aber der Pilot, der kennt da nichts. Der ist glücklich bis zum geht nicht mehr. Der denkt, der Propellerdampf, wir sind im Gewitter, wir werden wahrscheinlich alle sterben. Yay! Ah, hinter dir! Okay. Easy. Mann, sorry, ich hab gedacht, du wirst vom Blitz getroffen, Ronja. Nee. Über uns zwei. Oh, warte, da war einer. Ja. Da kam überhaupt gar kein Kreis. Hast du Leben verloren? Nein. Hab ich? Hast du? Weiß ich nicht. Sieht man das? Nur noch 11 Sekunden. Ich sage nein. Ich gehe wieder auf die Motorhaube. Was passiert, wenn ich in den Propeller hier springe? Ich meine, manche würden sagen, der Tod, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich mach's nicht. Okay, der Motor ist gefixt. Sehr schön, Captain Poncho. General Poncho meine ich natürlich. Yeah. Okay, warum wir jetzt alle auf das Dach mussten, ist mir ein Rätsel, aber... Ja, stimmt eigentlich. Das ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir ihn dabei geschützt haben. Indem wir uns selber hier in Lebensgefahr begeben haben, aber ich hinterfrage jetzt mal seine Entscheidung einfach nicht. Was? Wieso schreit er? Ah, was ist da? Warte mal, oh mein Gott, guck! Siehst du das? Dreh dich um. Da ist ein Skelett, der blitzt. Oh mein Gott. Du wirst dieses Schicksal nicht aufstoppen. Was aufstoppen? Verbrennt. Oh, na toll. Oh. Ganz toll. Was? Schnell ins Flugzeug. Okay. Was? Oh, hä? Okay, also der kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Will jetzt nicht lügen. Der hat mich überrascht. Ja, was? Wo kommt denn da ein Skelett? Hä? Aus dem Nix? Ich weiß es auch nicht. Aber Pilot, ist alles in Ordnung. Wo ist das Skelett? I'm sorry. Ich weiß nicht, worüber du redest. Pilot Clark ist nicht der Hellste. Das ist ein großes Skelett! Ich hab kein Skelett gesehen. Oh mein Gott, ey, der Mann. Ist richtig dumm. Naja, okay. Wie auch immer, lass weitermachen. Bin froh, dass wir General Poncho an Bord haben. Der scheint kompetenter als der Captain zu sein. Aber gut. Ich mach mir Sorgen, dass der unser Flugzeug fliegt. Ich mach mir auch Sorgen. Pass auf. Okay. Wir springen jetzt in ein anderes Flugzeug rein. Ah, aus unserem fliegenden Flugzeug raus. Ja, genau. Warum machen wir hier mit? Also, ich dachte, wir machen hier eine Urlaubsreise. Ich dachte, wir machen eine Urlaubsreise und auf einmal passiert sowas. Komm schon. Lustig. Okay, cool. Okay, wenn wir einmal drin sind, haben wir nur noch eine Chance. Okay. Viel Glück, Soldaten. Danke. Dankeschön. Okay, pass auf. Wir sind jetzt hinten im Lagerraum und hier... Nee, wir sind schon im anderen Flugzeug. Wir sind im anderen Flugzeug. Ja, wir sind runtergesprungen. Oh, okay, ich dachte, wir müssen jetzt noch springen. Doch, klar, wir sind ja gerade runtergesprungen. Ja. Ich hab's noch nicht gesehen wegen dem Camouflageanzug, weißt du, der war mir ja unsichtbar. Hab ich das gar nicht erkannt. Okay, es sieht so aus, als ob Ronald die Tür verbarrikadiert hat. Oh nein. Ja, wir brauchen Schlüssel wahrscheinlich. Guck mal, hier im Lager ist der Schlüssel. Okay, du hast einen Hammer gefunden. Ja, so viel zu Schlüssel. Falsche Fährte, easy.
Naja, ein Hammer ist eigentlich auch ein Schlüssel, wenn man damit die Tür öffnen kann. Also wenn man so das spricht der Einbrecher aus dir. Ein Hammer ist auch ein Schlüssel, genau. Theoretisch. Aha, willst du uns was sagen? Oh, da ist er! Okay, Ronald, Ronald, es ist vorbei. Oh mein Gott, wie seid ihr hierher gekommen? Wie, als ob er das nicht gemerkt hat. Als ob du dein Flugzeug einfach an anderes Flugzeug andocken kannst, ohne dass die das merken. Ich sehe hier Plotlücken in der Geschichte. Und wobei? Ja, es ist keine Zeit, hinter sind wir im Herz rein? Wieso nicht? Wir müssen alle retten, da ist keiner. Doch, einer ist da. Wir müssen erst alle aus dem Flugzeug bringen, sagt er. Okay, wir bringen die anderen Leute aus dem Flugzeug in unser Flugzeug. Schnappt ihr einen! Warte, die sind... Vielen Dank! Rein, warte, die sind aber nicht, festgedingst. Wie soll ich die denn befreien? Na, einfach gegenlaufen. Okay, okay. Ich lauf gegen. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. So. Hast du es geschafft? Ich habe schon 3 Leute befreit. Yes. Hier ist noch Thank einer. Thank you. Dankeschön. Der ist auch befreit. Guck mal, hier alle ist befreit. Nee, der Captain ist auch gefangen. Okay, okay. Pass auf. Hast Guck mal, da kommt schon Hast du den Hammer noch? Können wir uns dagegen Ronald zu Wehr setzen? Mehr, nein. Wir haben nur eine Chance. Ach, wir wollen ein Gespräch mit Ronald führen. Sorry, dass ich da direkt an Gewalt gedacht habe. Aber wir wollen ja einfach nur ein klärendes Gespräch führen. Ronald, das muss ja nicht sein. Ist alles okay bei dir? Wie geht's deiner Familie? Gibt's da Spannung? Okay, Alex führt das Gespräch. Alex. Das letzte Mal, ich kann dir ja sagen, was das letzte Mal passiert ist, als ich das Gespräch geführt habe. Da hat Ronald, der ein Flugzeug entführt hat und hier fast Leute umgebracht hat und sowas, der hat mit einem Mädchen geredet und die hat gesagt, okay, Ronald, ich verzeih dir, hoffentlich besserst du dich. Und Ronald hat gesagt, ja, er bessert sich. Und dann war alles gut. Ich frage mich, was jetzt passiert. Okay, das ist ganz schön wild. mit dem hätte ich jetzt nicht gerne mit dem Ende. Okay, Ronald, lass den Captain gehen. Verstehst nichts. Du ruinierst meine Pläne. Ich verdiene das. Okay. Was verdient er denn? Ich verstehe ihn nicht, Ronja. Hör mir zu, sagt Alex. Oh, was sagen wir, Ronald? Was er soll ins Gefängnis. Nicht? Oh, er soll ins Gefängnis, hat Alex gesagt. Endlich kommt er mal hinter Gittern. Es ist zu spät dafür. Wieso? Also, so sehe ich das jetzt nicht. Fürs Gefängnis ist immer Zeit. Warte, nein! Was? Wir hätten das klärende Gespräch führen müssen. Wir hätten es doch führen sollen, oder? Nein! Warte, General, der Captain verbrennt. Nein, der Captain Raum brennt. Das Flugzeug explodiert gleich? Ich glaube, wir sollten weg hier. Das ist aber nicht das Ende, was ich jetzt erhofft habe. Ich dachte, wir führen ein klärendes Gespräch und dann ist alles gut. Aber General, was ist mit Ronald und dem Captain? Ja, die sind verloren. Siehst du das nicht? Das brennt und wir explodieren gleich. Holst du dir einen? Ja, hab einen. Okay. Okay. Ich renne nach hinten. Wir müssen sie zurücklassen oder wir werden hier nicht lebendig rauskommen. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay. Da brennt mehr. Wir müssen jetzt drüber springen. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung. Ich glaube, hier lang. Warte Wenn's mal. Frei ist. Da, ja genau, da sind wir ja noch hier. Und da musst du über die Sitze rüberspringen immer. Also erst nach links, dass du nicht ins Feuer kommst. Okay, okay. Okay? Alles klar. Let's go. Ich bin bereit, um mein Leben zu hüpfen. Ja. Oh Gott. Leben. Und zack. Okay. Das ist eine stressige Situation hier für mich. Okay, ich hab's geschafft. Oh, hier hinten geht's raus, oder? Und zack. Oh mein Gott. Yes. Oh. Juhu. Warte, da unten ist unser anderes Flugzeug. Da wollen wir hin, oder? Die Passagiere gerettet. Wo ja. Flugzeug? Komm, wir haben fast alle gerettet. Ah. Ronald hat es nicht geschafft. Weil Alex kein klärendes Gespräch führen wollte, ist nicht unsere Schuld. Naja. Naja, genau. Yes! Yay! Überlebt! Guck mal, das sind die dummen Piloten. Siehst du die hier? Die dummen Piloten. Ja, das sind die dummen Piloten. Und die Passagiere. Yes! Yay! Guck mal, der Kleine, der tanzt mit. Der freut sich. Ja. Oh, guck mal, jetzt passiert noch was. Okay. Und? Du. Was? General Poncho von General Alex. Wir sind froh, dass jeder es... Das stimmt überhaupt nicht. Es hat überhaupt nicht Doch, jeder geschafft. Poncho, guck mal. Nicht jeder. Wir haben den Captain verloren. Und Ronald. Hier ist er übrigens. Oh, ja. Wo ist er? Also da ist der General Poncho. Ja, das habe ich natürlich gesehen. Hast du gesehen, natürlich. Ich war auf keinen Fall bei den Leuten links in der Ecke. Ronald ist als schlechte Person gestorben. Okay, alles klar, Alex. Er ist gerade gestorben. Das muss jetzt auch nicht sein. Oh, no. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Wir sind... Was? Was? Das ist Ronald. Das ist Ronald. Warte, was? Das Skelett. Alles ist nach Plan gelaufen.
Aber keine Sorge, mein Kind. Ich hab sehr Was viele meint Fragen. Er denn? Hä? Was ist denn jetzt los? Was? Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt kommt hier Feuer und so ein keine Ahnung was, satanisches Dingsi. Du wirst deine nicht. Rache haben. Okay. Jetzt hat er rote, leuchtende Augen. Gar nicht beunruhigend hier. Überhaupt nicht. Das ist, da denkt man, man macht einen friedlichen Ausflug. Ja, und dann passiert sowas. Da kommt man jetzt auch nicht drauf. Nee. Okay. So, das war's aber mit diesem Abenteuer. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Wenn euch das Ende überrascht habt, ne, dann uns auch. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal und schaut bei Easy vorbei. Da hat neulich auch irgendjemand geschrieben, oh ja, Easy macht ja gar keine Roblox-Videos. Aber auf ihrem Zweitkanal macht sie auch Roblox-Videos. Also, yes. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao! Ciao!